Hallöchen, ich gehe etwas durch den Wald, das wird mein, nice, also jetzt ist mir gerade viel Peinliches passiert, ich bin so gegangen und auf einmal steht der Husky da und ich hätte schon gedacht, das ist ein Wolf, Alter, und denke mir so, das ist echt ein Wolf, ist puh. Ich meine, ich habe schon einmal nicht durch den Dialektrutsch einen Wolf gesehen. Und, also nicht da, wo ich wohne, aber der hat jetzt so ausgeschaut. Aber der war mega lieb, so cute, habe aber neue Leute kennengelernt. Alles easy und jetzt mache ich einen Waldspaziergang am Abend. Es ist fast 19 Uhr, also das Video kommt nicht um 18 Uhr. Ich sehe schon vorbei. Und ja, wir gehen gemeinsam barfuß zum Wasser. Und da werde ich flogen, etwas die Natur genießen. Und ja, eigentlich habe ich einen Überraschungsplace gehabt, das will ich auch noch machen. Aber das wird dann nächsten Freitag kommen. Ich werde jetzt öfter in die Natur gehen und filmen, schätze ich einmal, weil es einfach sehr beruhigend ist, nett ausschaut, ich meine, nett ist untertrieben, es schaut richtig mega geil aus und barfuß durch den Wald zu gehen, Alter, meine Füße sind dreckig. Sie sind dreckig. Auf jeden Fall, oh Wald, oh Gatsch. I love the Gatsch, yeah. Okay, das hat jetzt sein müssen. Da hatte ich überhaupt keine andere Wahl. Jo. Okay, es geht gleich weiter. Wurde ich so schön gatschig. Gatsch. Ich bin ja ein richtiger Indianer hier. Nicht schlecht, Herr Specht. Auf jeden Fall, wir gehen zum Fluss und jetzt mache ich eine kurze Pause und dann geht's weiter. Ja! Ich wollte gerade eine Stativaufnahme, irgendwas Geiles da hinten machen im Wald. Was passiert? Ich nehme das falsche Teil mit. Also mit dem Stativ kann ich nicht arbeiten. Das ist Kacke! Naja, dann tun wir so eine Natur genießen, diesen wunderschönen Weg, den ich irgendwann mal mit euch gehen werde. Irgendwann mal. Aber ja, ich gehe weiter zum Fluss und es geht gleich weiter. Ich hab's gleich geschafft, ich bin gleich beim Wasser. Gleich bin ich beim Wasser, nur mehr einmal bergab und dann bin ich beim Wasser. Okay, meine lieben Freunde, hier ist das Wasser, hier ist ein Weg, aber ich bin so hardcore, ich gehe einfach durch diese ganzen Pflanzen, egal was auf mich wartet, ich bin ein wilder Überlebenskünstler und das sieht man auch. Das ist ja wohl, mich hat das gestochen, na, passt schon. Ich bin ein Überlebenskünstler, eigentlich wollte ich darüber gehen, aber ich glaube, da falle ich ins Wasser, wenn ich darüber gehe. Und wenn ich ins Wasser falle, that's the problem, ich habe ein ziemlich teures Handy dabei und meine Kamera, das ist da ziemlich hoch, normalerweise ist da kein Wasser, aber man sieht ja auch, dass es ein bisschen regnet, aber ich werde meine dreckigen Füße hier kurz reingehen. Boah, das ist extrem rutschig. Also, da wollte ich rüber, aber ich bin nicht so survival, dass ich da rüberkomme mit meiner Ausrüstung. Darum muss ich jetzt den Vlog beenden. Ich habe keine andere Wahl. Ich komme da nicht drüber. Ich komme nicht drüber. Egal, was ich machen will, ich habe alles versucht. Vielleicht kann ich mir irgendwie ein Boot bauen. Aber ich bin gerade zu unkreativ dafür. Und darum müsst ihr euch mit diesen schönen Naturaufnahmen zufrieden geben. Das ist nicht meine Sache jetzt.
Ihr wolltet sehen, wie ich übers Wasser gehe. Das ist mir klar, das ist mir bewusst. Aber genießt einfach den Wald und das Fließen des Wassers. Es geht einfach nicht. Ich hab versagt. Aber ein Video für Freitag. Gecheckt, die Jungs und Mädels. Alles klar. Puh, ich gehe da gerade bergauf. Es ist riesen harte Wanderung. Und ich steige auf jeden spitzen Stein, weil das Männer so tun. Und jetzt fange ich an, Bullshit zu reden. Darum muss ich diese Aufnahme sofort beenden. Mit einem. Es war mal wieder nice, euch zu unterhalten. Peace out, Leute.